finally, I'm a busy girl. I'm a busy girl. Das ist nicht wahr, was Sie da sagen. So, das ist nicht wahr. Wie soll ich dir den Schädel einschlagen? Ha! Ja, ich sage nicht mehr. Ich habe meinen armen Vater umgebracht. Dienstag vor einer Woche. Genau deswegen. Ein kleines Dorf im Nirgendwo am Rande der Welt, sehr verschlafen, und eines Tages taucht ein junger Mann auf, der behauptet, er hätte seinen Vater erschlagen. Das führt aber in dem Dorf eher nicht zu Verwirrung, sondern die finden die alle ganz toll. Schaut euch das an! Da hat er geschlafen die Nacht! Ja, das wäre jetzt aber... Dann dreh dich mich um mit dem Rücken nach Norden und versetz ihm einen Schlag auf die Spitze seines Schädels, der ihn glattweg niederstreckte, gespalten bis zum Kehlkopf! Ein junger Mann, der eigentlich ein Verbrecher ist, wird zu einem großen Helden. Alle Damen in diesem Dorf wollen diesen Christie jetzt haben. Ja. Und das Dorf baut sich einen Heldenmythos auf. Und das ist dann auch der doppelte Boden der Komödie, denn da wird sie irgendwie realistisch. Und das hat eben auch sehr viel mit heute zu tun. Also auch in der modernen Welt, das Stück ist ja schon 100 Jahre alt, gibt es eine ungeheure Sehnsucht nach Helden. Was suchen Sie ihn denn, Sie armer Mann? Ich will ihn vernichten, weil er mir mit einem Spatenhieb den Kopf zerbrochen hat. Das war er, der das getan hat. Es täte mir leid, dich am Galgen zu sehen. Ich gehe nicht. Zu was ist mein Leben noch gut, wenn ich von Pekin weggehe? Komm, du wärst nicht schlechter dran als gestern und heute. Könntest du den Mädels von einem Doppelmord erzählen? Ich gehe nicht weg von Pekin, Mike! Also es ist eigentlich auch ein Stück übers Träumen. Und können wir träumen? Oder was müssten wir vielleicht in unserem Zusammenleben ändern, dass Träume auch wahr werden und nicht wieder zerplatzen wie Seifenblasen? Und das kann komisch sein, aber es hat natürlich auch genau diesen ernsten Hintergrund, denn es gelingt in dem Stück nicht, die Träume zu leben am Ende. Ich habe ihn verloren. Ich habe ihn verloren, den einzigen Helden der westlichen Welt.